Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich aus dem Brotmuseum in Ulm, einem kleinen, aber feinen Museum in Ulm. Und hier ist zurzeit eine Ausstellung vom Pathos des Gebens. Sie geht vom 10. Juni bis zum 1. November, also eine interessante kleine Ausstellung. Und es geht um das Geben, es geht um die Bilderwelt des Franz Franken, der ja, wie wir hier so schön sehen können, am 6. Mai 1581 getauft worden ist, nicht geboren worden ist, sondern getauft worden ist und am 6. Mai, der gleiche Tag aber, 1642 beigesetzt worden ist. Und dieser Künstler hat verschiedene Gemälde gemalt, eben nach dem Bildersturm in den Niederlanden, können wir uns das hier auch vorstellen. Und er hat sehr stark eben auch dieses Geben hier, wie dieses Brot weitergegeben wird auf dem Titelplakat, an die Armen, an die Hungrigen, das hat er gemalt. Aber Geben ist natürlich immer etwas, was mit uns Christen eng zusammenhängt. Viele verstehen es so, man muss immer geben, man muss immer sich aufopfern, für andere da sein, ständig anderen Menschen etwas geben. Das ist so unser christliches Ideal. Aber ich glaube, da kommen wir der Sache nicht ganz so nahe, sondern es geht nicht nur um das Geben, sondern es geht auch darum, dass wir ja durch das Geben auch etwas bekommen. Wir werden ja gestärkt, indem wir geben, indem wir anderen Menschen etwas geben, indem wir uns selbst mitteilen, indem wir das geben, was uns möglich ist, erfahren wir ja auch Stärkung, erfahren wir letzten Endes auch eine Kraftquelle, die wir natürlich mit dem Brot, aber auch mit Jesus Christus gleichsetzen. Und über dieses Brotmuseum, über dieses Pathos des Gebens, da wollen wir in den nächsten Wochen uns mal etwas Gedanken machen anhand dieser Bilder. Ihnen allen einen gesegneten Abend, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.